Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch an der Goldküste und ich zeige euch das mal eben kurz. Und zwar bin ich hier unten, wo wir mit der Gouverneurin Fortunata sprechen müssen. Das ist hier in Anvil, einfach vom Wegschrein aus hier rumgeritten am Steg und dann hier über die Brücke. Und da gehen wir jetzt durch die Tür. So, hier gibt es auch schon wieder einiges zu stehlen, aber das lasse ich mal so weit liegen, außer das hier vorne. Und hier mit der Gouverneurin müssen wir sprechen. Die hat auch ein ganz süßes Haustier neben sich. Nun, ihr seht interessant aus. Ich bin ziemlich sicher, dass ich euch noch nicht im Kastell gesehen habe. Trotzdem hoffe ich, dass es einen guten Grund für diese Störung gibt. Ah, natürlich. Ihr seid eine von denen. Ich war mir nicht sicher, ob ihr meine Anfrage wahrnehmen würdet, wo ich mich doch weigerte, euer grausiges Ritual zu vollziehen. Ich schätze, selbst die Bruderschaft ist am Ende käuflich. Für den richtigen Betrag. Wollt ihr einfach nur so düster und schweigend herumstehen? Nun, ich wollte meine Befehle von Angesicht zu Angesicht erteilen, damit es kein Missverständnis gibt. Der Orden der Stunde hat seinen Einflussbereich jenseits der Kathedrale von Quatsch ausgeweitet. Das ist eine Bedrohung, die ich nicht ignorieren kann. Also, wen soll ich für euch töten? Ich bin mir sicher, dies geht alles auf die Kappe von Graf Carolus. Ständig muss er sich mir widersetzen. Verdammt sei dieser Mann! Begreift er denn nicht, dass es der Goldküste unter meiner Herrschaft besser ergeht? Sei's drum. Tötet Kommandant Marcus Scipio. Das sollte dem Grafen zeigen, dass ihn die Stunde nicht beschützen kann. Noch etwas? Jetzt, wo ihr es erwähnt, da wäre noch eine Sache. Geht nach eurem Mord an Scipio zum Grafen und erzählt ihm von eurer Tat. Sorgt dafür, dass er sich einlässt und trichtert ihm ein, dass der Orden der Stunde das Unvermeidliche nicht aufhalten kann. Ich höre mir ja wirklich gerne selbst zu, aber das wird langsam albern. Ach, nun gut. Die Stunde hält das Kastell von Quatsch hinter Schloss und Riegel. Ihr werdet einen Weg hineinfinden müssen, um an Scipio heranzukommen. Mein Rattenmeister meinte zu mir, der Wachturm wäre die beste Route. Der Kastellan hat den Schlüssel. Ja, und jetzt geraten wir leider wirklich in einen Bereich, wo es extrem... Moment, sprecht mit dem Toroffizier. Wir kommen noch nicht in den Bereich. Sondern erst danach, sehe ich gerade. Wir müssen nämlich jetzt erstmal besorgt den Schlüssel zum Torhaus, das wäre hier links, und sprecht mit dem Toroffizier des Kastells, wäre hier oben. Ich gehe jetzt erstmal nach oben zu Quatsch rüber und dann sehen wir uns gleich wieder dort drüben. So, da steht jetzt nicht, in welcher Reihenfolge wir das machen sollen oder was optional ist. Eigentlich steht nur drin, dass beides optional ist. Deswegen schauen wir mal, ob wir direkt hier anfangen können. Und der ist hier. Direkt hinter mir ist natürlich die Wache. Das ist nicht so gut, wenn die mich dann dabei erwischt, dass ich hier was aufknacke. Er guckt natürlich direkt nach hier. Aber ich bin verborgen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt so günstig ist. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass der nicht den Schlüssel hatte. Ja, wieso sagt er den jetzt? Achso, nee, hä? Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir nach oben, meine ich. Ja, genau. Hier ist gerade keiner. Kann man hier auch mal den Schlüssel amüsieren, oder? Ah, okay. Der liegt unterm Bett offiziell. Na gut. Auch nicht schlecht. So, nehmen wir natürlich alles mit, was wir noch finden können. Wenn wir schon mal dabei sind, ne?
Lerisa die Gerissene. Okay, das ist noch eine Quest da hinten. Zu Da wollen tun. wir jetzt aber nicht hin. Wir wollen jetzt hier mit dem. Könnt ihr nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Kannst du nicht sehen, dass ich nichts von dir will? Mit dem Feldwebel reden? Geht weiter. Das Kastell wurde auf Befehl des Grafen von Quatsch und des Ordens der Stunde geschlossen. Ich habe im Kastell zu tun. Ach, ist das so? Ich nehme an, ihr habt einen Schrieb vom Grafen. Oder vielleicht ein Siegel von Primas Artorius. Oder einen Passierschein eines Offiziers der Stunde? Nein, dachte ich mir. Verschwindet. Von was für einer Art Siegel sprecht ihr? Ihr wisst schon, eine Schriftrolle, die das geheiligte Siegel des Primas von Akatosch trägt. Das zeigt, dass ihr den Segen des Primas habt. Ohne einen dieser Ausweise haben wir doch keine Ahnung, ob wir da nicht gerade jemanden ins Kastell lassen, der dort gar nicht hingehört. Wie kann ich einer dieser Schriftrollen bekommen? Gar nicht. Es sei denn, ihr seid ein neuer Rekrut der Stunde oder einer der Kantoren aus der Kathedrale. Abgesehen von diesen Ausnahmen darf derzeit niemand das Kastell betreten. Und jetzt zieht Leine, bevor ich andere Saiten aufziehe. Okay, dann werde ich mir das Ding besorgen oder auch nicht. Geht durch den Toreingang höher. Die Großpredigerin vor ihrer Zeit zu Akatosch Da abberufen. hinten. Natürlich. So, jetzt sind wir wieder in einen Kopfgeldbereich und ehrlich gesagt, ich habe F dich. Ich wollte gerade sagen und ehrlich gesagt, ich hasse diese Bereiche, aber danke, dass meine Ulti jetzt wieder weg ist. Da liegt Käse drauf, oder? Ja, den nehmen wir mit. Käse ist ein bisschen seltener. Ich glaube, jetzt sind wir in dem Bereich, den ich meinte. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Okay, da hinten ist eine Wache. Die wohin geht, das muss ich mal eben gucken. Der geht nur bis zum Ende. Okay. Dann warten wir jetzt einmal kurz, bis der sich nochmal umgedreht hat und wieder zurückgeht. Ich war mir nämlich jetzt nicht sicher, ob der sich jetzt dabei nochmal umdreht oder stehen bleibt oder so. Das wäre jetzt natürlich nicht so toll gewesen. Na komm. Jetzt dreh dich wieder um. Geh nur nicht so schnell nach hinten. Genau. Die aber auch immer so laut schreien, ne? Okay, da hätte man sich jetzt verstecken können. Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Oh, da sitzt einer. Nicht gut. Da ist keiner. Dann rauf. Wir müssen hier. Ne, da hinten müssen wir rein. Und dann nach rechts. Wo natürlich direkt zwei Wachen sind. Wollt ihr mich denn verarschen? Dann muss ich die mal eben beobachten. Wenn ich den schon mal ausschalten kann, dann kann ich vielleicht gucken, ob die Wachen da hinten. Also ich bin sonst immer mit einer Nachtklinge rumgelaufen, muss ich dazu sagen. Und das ist natürlich wesentlich einfacher, wenn der Gegner einen nicht sieht. Ist die Frage, geht der nur bis zur Mitte oder kommt der ganz hoch? Ne, in dem Fall kommt er ganz hoch, okay.
der nämlich schon mal weg. Aber wie kommen wir an den beiden Wachen vorbei? Weil, wenn ich da links rum... Ja. Aber die sehen mich, wenn ich da oben rumgehe. Da oben ist auch nochmal eine Wache. Ich schätze, dass der eine bei mir jetzt vorbeikommt, der da jetzt rumgelaufen ist gerade. Ja, der ist schon in der Nähe. Der das nicht angenommen. Okay, da oben können wir rein. Wollen wir aber nicht. Frage ist nur. Ja, wenn wir uns ganz links halten, sehen die einen uns auch nicht. Das ist gut. Oh, da ist gerade einer aufgetaucht. Das ist nicht so gut. Aber es sieht dann so aus, als ob hier unten auch schon jemand ist. Findet Graf irgendwas? Das heißt, wir müssen wieder zurück. Oh ja. Nicht vergessen, ganz außen bleiben. Gucken wir mal direkt hier. Sag mir bitte, dass der eine jetzt nicht wieder da ist. Oha, oha, oha. Wir müssen eigentlich rechts rum. Oh. Dreht er sich um? Oh, da kommt noch einer, da kommt noch einer, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Ja, ich wusste schon, warum ich direkt da reingesprungen bin. Oh, 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 okay. Ich versuche es ja ohne Kopfgeld zu machen. Also, ob ich es hinkriege, weiß ich nicht. Aber ich versuche es bestmöglich zu zeigen. So, wir können den Typen jetzt natürlich nicht kriegen. Ich glaube, ich hoffe, dass der Typ da stehen bleibt. Nur die Wache hier mit der Fackel, die läuft natürlich ständig hier rum. So. Und rein. Das war der Typ. Genau, da brauche ich jetzt nicht mehr. Der Typ hier, der immer noch drauf einschlägt. Liebste Mutter, schickt mir euer Kind. Denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Ja, das könnt ihr euch gerne durchlesen. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu lange. Schreibtisch. Und Liebste, mit dir muss ich sprechen. Hat es geklappt? Ja, muss es wohl. Ich habe das Ritual jede Nacht wie beschrieben durchgeführt. Und nun seid ihr hier. Ich schätze, es führt keinen Weg zurück. Ich muss das durchstehen. Für die Bewohner von Quatsch. Fortunata muss aufgehalten werden. Aber ganz ehrlich, hatte man nicht gesagt, dass man das in Form eines Herzens aufstellen soll, die Kerzen? Das sieht mir aber nicht sehr nach Herz aus. Ich habe das für die Bezahlung nötige Gold. Aber ich will euch etwas anderes anbieten. Denn ich kann euch sagen, wer eure Assassinen ermordet. Ich bin nicht wegen des Rituals hier. Seid ihr nicht? Warum habt ihr euch dann an meiner Verteidigung vorbeigeschlichen und seid in mein... Oh nein. Fortunata schickt euch nicht, wahr? Seid ihr hier, um mich zu töten? Fortunato schickt mich, aber nicht, um euch zu töten. Marcus Scipio ist tot. Sie wollte, dass ihr das erfahrt. Ihr habt den Kommandanten ermordet? Ich verstehe. Noch eine von Fortunatas Schmähungen.
Sie zahlt gern, um den Orden der Stunde zu schwächen, aber der Mord an einem Grafen wäre Goldverschwendung. Doch ihr gehört zur Bruderschaft. Und ich habe euer Ritual vollzogen. Lasst mich euch bezahlen, sie zu töten. So funktioniert das nicht. Dann gebt die Botschaft an eure Vorgesetzten weiter. Lasst sie wissen, dass ich Gold habe und Informationen. Ich kann euch die Richtung zu der Person weisen, die eure Leute tötet und... Wartet. Wer ist das? Gehört der zu euch? Initiantin, lasst uns reden. Da macht man sich wegen eines schwarzen Sakraments auf den Weg und seht an, wen man dabei trifft. Eine interessante Wendung der Ereignisse, meint ihr nicht? Ein Kontrakt gerät in Konflikt mit einem anderen und ihr steckt mittendrin. Das macht euch zur idealen Kandidatin, die Sache zu regeln. Mich? Die Mutter der Nacht hat das Gebet des Grafen erhört und der Name Fortunata Abdugal wurde genannt. Ihre Seele ist nun Sitis versprochen und ihr werdet dieses Versprechen einhalten. Es ist an euch, den Kontrakt des Grafen zu erfüllen. Ich arbeite doch bereits an einem Kontrakt für Gouverneurin Fortunata. Ihr habt Fortunatas Kontrakt wortgetreu erfüllt. Niemand kann sagen, die Bruderschaft hätte in dieser Hinsicht ihre Verpflichtungen schleifen lassen. Jetzt haben wir einen neuen Kontrakt und daran könnte selbst alles Gold in Anvil nichts ändern. Das Sakrament des Grafen ist euer. Gouverneurin Fortunata wird den morgigen Tag nicht erleben. Sehr gut. Sucht eure Schwester Mirabelle im Kastell von Anvil auf. Sie kann euch gegebenenfalls mit Rat und Tat zur Seite stehen. Der geheime Ausgang in den Gemächern für Würdenträger ist der schnellste Weg aus dem Kastell hinaus. Und nun geht's und kommt dem Willen der Mutter der Nacht nach. Mein lieber Graf, besprechen wir die Bedingungen des Kontrakts. Ja, ich dachte, ich könnte jetzt zuhören, aber offensichtlich nicht. Na gut, er hat zwar gesagt, dass das der schnellste Weg aus dem... ja, Gefängnis hier quasi ist. Wobei ich jetzt nicht ganz sicher bin, wo er meinte, sich rumgehen soll. Ja, doch, geradeaus. Ist jetzt die Frage. Das dachte ich mir schon, dass der eine da nämlich wieder steht. Ich schau mal, wo ich hier auskomme, wenn ich geradeaus gehe. So, der eine ist noch nicht zurück. Okay, das ist der Fackelträger natürlich gewesen. Ja, ist ja gut, Mann. Ich hätte das machen sollen, was ich vorgehabt hatte. Ich hätte rausporten sollen. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht und habe Kopfgeld und muss jetzt sowieso rausporten. Ach, Leute. Also, beziehungsweise muss jetzt sowieso Kopfgeld bezahlen. Bleibt der da stehen oder bewegt er sich nochmal? Das ist die große Frage. Ja, ich habe so das Gefühl, der bewegt sich gar nicht mehr. Also rein theoretisch müsste man jetzt an ihm vorbei. Aber alleine schon wegen dem Kopfgeld porte ich mal kurz raus und dann sehen wir uns direkt im Hof des Kastells wieder. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Wenn man fast 3000 gestohlen hat, umgerechnet, also vom Wert her, dann kann man auch mal eben 208 waren es, glaube ich, Kopfgeld bezahlen. So, da hinten ist die Dame, an die wir uns wenden sollen, aber wir werden natürlich trotzdem noch mal kurz ein bisschen Geld zusammensammeln und hin und wieder vielleicht auch mal, wenn wir Glück haben, ein bisschen Sachen zum Herstellen für die Stile, also dieses Blut. Ich schätze, ihr habt einen Grund dafür, an mich heranzutreten, während ich arbeite. Was gibt es? Wollt ihr, dass man mich bemerkt? Wartet einen Augenblick. Habt ihr Probleme mit dem Gouverneurinnenkontrakt? Ist etwas schiefgelaufen? Der Kontrakt ist abgeschlossen. Ich habe einen neuen. Ich muss die Gouverneurin töten. Interessant. Ich wusste, dass wir die Piratenkönigin eines Tages ausschalten, aber ich hätte nicht erwartet, dass dieser Tag heute ist. Ich frage mich, woher der plötzliche Sinneswandel kommt. Graf Carolus hat das schwarze Sakrament vollzogen. Hat er das? Ich bin beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass der alte Graf genug Mumm hat, um die Mutter der Nacht um Hilfe zu bitten.
Erst schließt die Gouverneurin einen Kontrakt mit euch, damit ihr einen Mord für sie begeht. Und jetzt bekommt ihr einen Kontrakt, sie zu töten. Das muss dem Sprecher sehr gefallen. Sprecher Terenus trug mir auf, erst mit euch zu sprechen, bevor ich mich um die Gouverneurin kümmere. Natürlich hat er das. Ich studiere das Kastell und die Gewohnheiten der Gouverneurin nun schon seit Monaten. Sie hat eine Speisekammer im Obergeschoss. Ich schlage eine Dosis Gift vor. Gebt sie in ihre liebste Weinkaraffe. Das sollte es auch schon gewesen sein. Wie komme ich in ihre private Speisekammer? Die private Speisekammer der Gouverneurin ist im obersten Geschoss. Der Ort ist allerdings ein wahres Labyrinth und die Rotsegel bewachen den direkten Weg mit allem, was sie haben. Ich würde die Geheimgänge in den östlichen Korridoren versuchen. Sucht einfach nach einer Wandnische mit zwei roten Vorhängen. Es gibt Geheimgänge im Kastell? Natürlich. Die meisten Kastelle haben welche. Man braucht nur zu wissen, wo man nach ihnen suchen muss. Sobald ihr durch die Eingangshalle kommt, werden die Wachen euch als Bedrohung erachten. Falls ihr nicht gesehen werden wollt, dann sucht einen roten Vorhang und benutzt die Geheimgänge. Roter Vorhang? Ist Gift tatsächlich die beste Wahl für diesen Mord? Der Sprecher hat euch zu mir geschickt, oder? Ich kenne das Kastell von Anvil wie meine Westentasche. Und ich kenne die Gouverneurin. Das Gift nimmt euch die ganze Arbeit ab. Und Fortunata ist jede Entschuldigung recht, nach einer Karaffe mit ihrem Lieblingswein zu greifen. Wenn ihr so viel wisst, warum übernimmt ihr nicht einfach diesen Kontrakt? Oh, ich würde ihrer königlichen Nervigkeit liebend gern den Garaus machen, aber der Sprecher hat diesen Kontrakt euch gegeben. Ich bin nur hier, um euch zu beraten. Ich sage euch was. Nachdem ihr Fortunatas Wein vergiftet habt, komme ich vorbei und schaue mir das Spektakel an. Wir können gemeinsam einen heben und ihr beim Sterben zusehen. Ja, klingt gut. Dann gehen wir jetzt mal wieder rein. Ja. Und dann kommt Teil 2. Von dem Teil, den ich überhaupt nicht mag. Weil man da nämlich immer so viel Kopfgeld bekommt oder bekommen kann. Wenn ich nicht mit der Nachtklinge unterwegs bin, bekomme ich es meistens. Oh, da sitzen schon wieder zwei Leute. Ich muss nach rechts unten. Die Frage ist jetzt nur... Das sieht aber eigentlich so aus, als ob ich hier überall durchkomme. Aber hier ist doch ein Durchgang. Nein, hier ist kein Durchgang. Was rede ich denn da? Ich bin hier komplett falsch. Moment, auf der anderen Seite. Ich habe aufs Falsche geguckt. Natürlich steht da einer. Und natürlich kommt da jetzt gerade einer. Ach, Alter, echt jetzt. Ja, natürlich hat der Verstärkung gerufen. Kommen da noch mehr? Toll, jetzt ist der da oben weg. Ich wette, dass der sofort wiederkommt. Oder ist das der von da oben? Nee, der kam von unten, oder? Ich wollte gerade noch sagen, ich wette, dass der sofort wiederkommt, sobald ich mich nach oben begebe. Dann müssen wir einen kleinen Augenblick warten, weil wir müssen nämlich genau da hoch. Ich wollte gerade sagen, nee, der von da unten, der kommt jetzt nicht auch noch hier rum. Das Gute ist, die interessiert es ja nicht, wenn überall Leichen liegen. Oh, up, up. Du hast mich nicht gesehen. Tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Hm?
So. Muss das ein bisschen weiter wegstellen, sonst sehe ich hier nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier drin auch noch jemand war. Das nehmen wir auch mal eben mit hier. Ich muss ja jetzt irgendwie mein Kopfgeld ausgleichen. Oh, okay. Ja, ist auch schon mal ausgeschaltet. Wir müssen nach links. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier reinkommt. Kommt der hier rein? Weil ich muss nämlich jetzt da geradeaus vorbei, wo der Typ steht. Und das finde ich nicht gut. Okay, machen wir es einfach so. Dass nicht alles so in den Fässern drin ist. Jetzt muss ich wieder zurück. Den kann ich jetzt allerdings schlecht von hier aus töten. Dreh dich nochmal um, Junge. Na komm. So. Wo ist jetzt der Typ, der hier rumlief? Haltet nach roten Vorhängen Ausschau, hat sie gesagt. Oh, komm schon. Jetzt läuft da natürlich ein Typ rum. Naja, sogar mehr. Oh. Wollt ihr mich denn? Oh Gott. Der Typ setzt sich jetzt hin. Ich lese jetzt nur ganz schnell das Buch. Ach Gott. Sprecht mit der Gouverneurin. Okay, das müssen wir noch aufschließen. So. Ihr habt den nicht öffentlichen Bereich verlassen. Heißt was? Dass ich jetzt kein Kopfgeld bekomme, oder? Ich meine, ihr habt mich ja schon entdeckt hier. Bei der Ödnis des Vergessens. Wie kommt ihr hier rein? Zu Fuß. Nein, sagt es mir nicht. Ich will die Geheimnisse eurer Zunft gar nicht kennen. Ne? Was verschafft mir die Ehre eures unerwarteten Besuchs? Kann ich davon ausgehen, dass mein kleines Ärgernis beseitigt wurde? Kommandant Scipio ist tot und Graf Carolus wurde darüber unterrichtet. Das ist perfekt. Sogar hervorragend. Ich werde darüber hinwegsehen, wie rüde ihr hier hereingeplatzt seid und euch ein Getränk anbieten. Begleitet mich auf meinen Balkon. Ich bin sicher, der Ausblick wird euch gefallen. Holt mir Wein, Mädchen. Ihr wisst schon welchen. Und bringt etwas weniger Teures für meine Freundin hier mit. Das ist doch praktisch. Dann brauche ich kein Gift zu trinken. Macht ja nichts, wenn ich auf den Weg dahin mal eben hier ein paar Sachen klaue, ne? Ich vermisse die offene See. Da draußen sind die Sachen klarer. Töte oder werde getötet. Nimm dir, was du tragen kannst. Verteidige, was dir gehört. Hier ist es genauso, denke ich. Wir sind nur weniger ehrlich damit. Euer Wein, Gouverneurin. Mirabelle, wo ist Edwina? Ihr wisst ja, wie ungeschickt Edwina sein kann, Gouverneurin. Während sie sauber macht, habe ich euren Wein gebracht, damit ihr nicht warten müsst. Ihr denkt mit. Das schätze ich bei meinem Gesinde. Wohlan denn, ein Trinkspruch. Darauf sich zu nehmen, was man kann, und zu verteidigen, was einem gehört. Der Wein! Was habt ihr getan?
Wir trinken auf euer Andenken, Gouverneurin. Und auf den Ruhm der Mutter der Nacht. Mirabelle? Sie ist eine von euch? Das Leben ist vergänglich, Fortunata. Ein Trugbild. Und am Ende gehört alles Sitis. Richtet ihm Grüße von mir aus. Wir sehen uns dann in der Freistadt, Schätzchen, nachdem ich hier alle unsere Spuren verwischt habe. Okay. Kein Problem, kehr zu Astara zurück. Wir haben allerdings 92 Kopfgeld und wir müssten dann... Och, der Süße liegt auch hier. Wir müssten dann wieder durch das Gebiet da durch. Es gibt allerdings auch einen kleinen Trick. Ich weiß gerade nicht, ob ich jetzt die richtige Seite finde. Ich bin einmal, als ich das gemacht habe, nämlich hier runtergesprungen. Hier war es, glaube ich, nicht. Und bin nicht dabei gestorben. Ich kann es euch nicht empfehlen, weil es tatsächlich sehr, sehr schwierig gewesen ist. Ich glaube, es war an dieser Seite hier. Das werde ich euch jetzt allerdings nicht demonstrieren, weil bei meinem Glück werden wir sowieso jetzt dabei sterben. Das heißt, ich porte mal eben zurück und wir sehen uns dann gleich in der Freistadt wieder. Und zwar ohne Kopfgeld. So, Astara. Sie ist natürlich wieder am üblichen Platz. Oh, ich dachte gerade schon, hier ist ein Buch wieder. Das kann natürlich immer mal sein, wenn ihr irgendwas gemacht habt, wenn ihr irgendwas erledigt habt, dass dann auch neue Bücher auftauchen. Der Sprecher hat mir von eurem Erfolg in Quartich berichtet und von den anschließenden Ereignissen. Ich muss gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass ihr aus Fortunatas Nest von Piraten und Banditen zurückkehrt. Heißt das, die Piratenkönigin wurde entthront? Gouverneurin Fortunata ist tot. Dann glaube ich, es ist Zeit für einen neuen Titel, Initiandin. Ihr habt Fähigkeiten und Einfallsreichtum bewiesen, wie wir sie in den kommenden Schlachten brauchen. Erhebt euer Haupt, Assassine. Ihr habt euch euren Platz in der Bruderschaft verdient und wir sind stolz, euch einen der unseren nennen zu dürfen. Und wir erhalten einmal die Brustrüstung von Sitis Berührung und einen Fertigkeitspunkt. Ja, und sie gibt uns auch keine neue Quest, aber das ist auch nicht schlimm. Ich schau mal eben nach, Dunkle Bruderschaft. Wir stehen jetzt kurz vor Level 3. Ich denke mal, dass ich tatsächlich jetzt zwei Kontrakte machen muss, damit es weitergeht. Weil ich denke nicht, dass wir jetzt sofort noch was bekommen. Ich werde dann mal schauen, wenn ich tatsächlich nichts Neues bekomme, wovon ich ausgehe, dass ich dann in der nächsten Folge mit euch mal eins dieser schwarzen Sakramente, heißen sie, glaube ich, mache. Das dauert nämlich auch ein bisschen länger. Und ja, das packen wir einfach mal in eine Folge. Theoretisch müsste das 10 Punkte geben. So, dass wir dann danach die Folge wieder mit einer neuen Quest weitermachen können. Ich kann es aber nicht versprechen. Ich habe das nicht mehr so im Kopf, was wie viele Punkte gibt. Aber das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge einmal angehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.